Hallo, schön, dass du bei mir reinschaust. Meinen heutigen Weihnachtsstern, Dekostern für den Advent, für viele Gelegenheiten zeige ich dir heute. Mit kleinen Sternchen, der glitzert ein bisschen, der ist total easy aus Frühstückspapiertüten zu basteln. Wir brauchen nur 5 Tüten, bisschen Kleber, bisschen Pappe und dann könnten wir schon loslegen. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bleibst und wir basteln jetzt zusammen. Wir brauchen für unseren Stern Papier Frühstückstüten. 5 Stück. Ich habe hier eine 60er Packung gekauft. Die kosten so zwischen 69 und 89 Cent. Am besten im Drogeriemarkt. Da ist eigentlich ganz günstig oder im Discounter. Die Größe, also ich habe hier eine 4, aber es spielt gar keine Rolle, wie groß eure Tüten sind, weil wir keine Pappevorlage machen. Wir nehmen einfach unsere vorhandene Tüte und dann passt es immer. Wir nehmen als erstes eine Tüte. 5 Stück brauchen wir, also das hier die sechste. Und schneiden uns die Verlängerung erstmal ab. Wenn eure Tüte sowas hat, wenn sie oben gleich ist, braucht ihr es gar nicht machen. Wir brauchen als erstes einen Knick in der Mitte. Die lange Seite wird geknickt. Boden ist hier unten. Da ist die offene Seite und dann machen wir uns. Dann nehmen wir ein Lineal und messen uns unten 7 cm ab von dem Boden hoch zu 7 cm und machen uns nur hier so einen kleinen Punkt hin. So, dann machen wir uns eine gedankliche Hilfslinie. Also eine Hilfslinie vom Punkt bis zum Mittelknick. So ein bisschen angehaucht. Könnt ihr auch einfach nur eine Schere nehmen und zieht euch da einen Knick nach unten. Wir wollen nämlich jetzt die Wellen ausschneiden. Ihr fangt hier unten an, am besten mit einer kleinen Schere und schneidet das in kleine Wellen aus. Schöne kleine Wellen und kommen dann genau oben in die Mitte an. Und das letzte Stück keine Welle gerade abschneiden. Das wäre jetzt erstmal unsere Vorlage. Dann nehmen wir unsere anderen Tüten. Ihr könnt 3, 4 zusammen aufschneiden, wenn ihr möchtet. Ihr könnt aber auch mit dem Bleistift vorsichtig anzeichnen und jede Tüte einzeln schneiden. Ich mache das Ganze so aufeinander. Ordentlich aufeinander und dann ist es von Vorteil, einfach Wäscheklammern zu nehmen oder Büroklammern, was ihr so habt, und das unten schön anzuklammern. Und dann können wir, weil es hier eine kleine Welle ist mit einer kleinen Schere, den Stern jetzt so ausschneiden. Auf beiden Seiten, alle Tüten, und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Wir haben jetzt alle ausgeschnitten. So, und dann würde ich nur immer so 2 Tüten vielleicht nehmen. Und dann kann man diese Stanzlocher benutzen, die Blätter hineinschieben und gut festdrücken, damit die Tüten nicht kaputt gehen und ausstanzen. Und das machen wir jetzt in der Mitte unseres geschlossenen Ja, Teils. Könntest du stanzen auch vielleicht mit 2 Sternen. Bloß hier unten muss noch ein guter Rand stehen von bestimmt 2 cm, damit uns das nicht reißt. Und das machen wir jetzt bei allen Tüten und dann zeige ich was euch. ich ganz gern mache, ist auf die Vorlage zu schreiben, wie viele Tüten? 5 Tüten. Wo die Klebestreifen sind, kommt es runter. Und rüber unten etwa so 2-3 mm vom geschlossenen Rand und direkt in der Mitte. So, dann brauchen wir 2 Stabilisierungsstreifen. Das zeige ich euch, wieso und warum. So, und so tue ich mir das dann immer in eine Hülle, einen Schnellhefter oder eine Mappe, eine Klarsichthülle und dann passiert nichts und habe dann immer meine Tüten. So, jetzt kommen wir zum Kleben. Wir haben fertig ausgeschnitten, nicht fertig geklebt. So, wir gucken, dass der Streifen oben ist, der werkseitig geklebt worden ist. Der Boden und der
Das legen wir nach oben. Dann nehmen wir einen Flüssigkleber, gehen in die Mitte, also von der Spitze nach unten und machen uns, mein Kleber ist ein bisschen, das ist so, machen uns einen Streifen nach unten und am unteren Rand auch nochmal. So, dann legen wir eine Tüte exakt darauf. Die nächste auch, die Verklebestelle vom werkseitig wieder nach oben, dann von der Spitze nach unten gehen. Eine dünne Reihe Kleber, der nicht unterbrochen ist, wirklich schön zu. Und dann unten wieder am Boden entlang auch nochmal eine Klebestreifen. Und dann kommen jetzt alle Tüten übereinander, genauso. Versucht, dass das wirklich sehr, sehr gut deckungsgleich kriegt. Und dann klebt bitte alle Tüten aufeinander. Die Tüten sind jetzt alle aufeinander geklebt. Jetzt brauchen wir die Stabilisierungsstreifen. Dazu nimmt einfach eine Pappe, eine weiße, wenn es geht, von der Verpackung oder so. Das ist jetzt von der Süßigkeit, das ist ein Deckel gewesen. Ich nehme mal gehen vom Pyjama, von Bettwäsche. Da hebe ich mir die Pappen auf. Es muss nur was Weißes, etwas stabiler sein. Zwei Streifen, die ungefähr so lang sind wie die Tüte. Jetzt lesen wir uns schon die Mustertüte darauf und schneiden uns die Spitze so, wie die Mustertüte ist. Ihr könnt es anzeichnen oder ihr schneidet es einfach so. So, dann gucken wir nach der Länge. Es muss ungefähr 2 mm, 3 mm kürzer sein als die Tüte. Bei mir passt es zum Glück gerade. So, und dann nehmen wir jetzt nur in die Mitte einen Klebestreifen mit dem Flüssigkleber, der ein bisschen breiter ist als vorhin, weil wir ja 2 cm Streifen mit dem Stabilisierungsstreifen haben. So, auf die hintere Tüte. Falls ihr die Blasmusik hört, bei uns ist gerade St. Martins Umzug und die laufen direkt am Haus vorbei. Und daher kommt die Musik. So, auf die, wir drehen das Ganze herum, wenn ihr es gesehen habt. Und auf die erste Tüte kommt auch dieser Streifen drauf. So. Bei uns im Haus entgegengesetzt, auf der anderen Straßenseite, ist eine Gastwirtschaft und da geht es jetzt hin nach dem Gottesdienst und nach dem St. Martinszug. So, jetzt nehmen wir Klammern, klammern das zu, lassen es gut trocknen und dann zeige ich euch den Verschluss und wie man es aufhängt und noch ein bisschen dekorieren kann. Das ist jetzt das Nächste. Als Nächstes müssen wir jetzt da noch Löcher einbringen an den Stabilisierungsstreifen. Ich nehme dazu ganz gern eine Lochzange. Ihr könnt aber normalen Locher nehmen oder mit einer dicken Nadel ein Loch reinmachen. Aber bitte unterhalb der Spitze, da ist das Loch, weil es sonst ausreißt. Wir brauchen ein bisschen mehr an Abstand und nur eine Seite, ein Blatt unseres Sterns durchlochen. Das ist wirklich nur die eine einzige Strahle mit dem Stabilisierungsstreifen, die ein Loch bekommt. So, dann habe ich hier einen transparenten Faden. Ihr könnt auch gerne weißen Faden nehmen. Und da schneide ich so 80 cm ab. Wer es in ein großes Fenster in der Tür hängen möchte, braucht vielleicht einen längeren Faden, damit der Stern weiter nach unten kommt. So, dann nehme ich eine dicke Nadel. Egal, ob Stopf- oder Sticknadel, ganz egal. Fädel den Faden auf, mach unten 2, 3 Knoten hin, damit wir einen Doppelfaden haben. Das ist ganz wichtig, dass es gut hält. So, dann nehme ich die Nadel und gehe durch das erste Loch hindurch. Einfach durchstechen, durchziehen und ganz hinten, wo der Knoten ist, wo ich dann noch eine Schlaufe habe, die übrig bleibt, na, ganz hinten, ich ziehe es wirklich ganz weit durch und wenn es dann noch fingerbreit ist, dann gehe ich nochmal mit der Nadel da durch und fädel das richtig auf. So, das ist die eine Seite, dann klappe ich den Stern vorsichtig das erste Mal auf und gehe das dann einfach nochmal durch das Loch auf der anderen Seite. Vorsichtig aufklappen. So, dann ziehen wir uns so, dass es schön deckungsgleich ist. Dann Faden nach vorne gezogen, Nadel ganz nach oben, abschneiden und 2, 3 Knoten hinein.
weil wir an dem Faden hängen wir dann den Stern auf. So, ihr seht, wie süß der Stern geworden ist. Und so hängen wir ihn auf an dem Faden. Und wenn wir nicht mehr brauchen, dann einfach aufklappen. Der Faden ist lang genug. So haben wir es dann. Und so können wir es dann wunderbar in eine Hülle tun. Ich tue das immer in eine Klarsichtshülle, in einem Schnellhefter oder so, in einer großen Mappe. Und dann passiert nichts bis zum nächsten Jahr. Und dann hat man die immer wunderschön parat und verknicken nicht. Und so geht es wieder auf. Und dann einfach an dem Faden ziehen. Einfach auch an den Faden ziehen. Schön gleichmäßig. Und dann hängen wir es an dem Faden auf. Nochmal als Tipp, wenn ihr gerne einen Glitzerstein haben wollt. Ich nehme dann ganz gern das Glitzerspray von Fasching. Gut schütteln. Auf dem Unterlage vom Backpapier und dann eingesprüht. Und weil das so leicht ist, tut es dem Stern gar nichts. Auch die andere Seite, weil ich es immer finde, die sollen von beiden Seiten schön aussehen. Wenn ihr kein Glitzerspray zu Hause habt, könnt ihr normalen Haarlack nehmen oder Haarspray, sprüht ein und wenn es noch feucht ist, sofort ein bisschen leichten Glitzer drauf, dann habt ihr den Effekt auch. Hier ist nun das fertige Ergebnis mit unserem Stern, mit dem leichten Glitzer, ich hoffe man sieht es, und mit den gestanzten Sternen und mit den gebogenen Spitzen. Und dann hoffe ich sehr, es hat euch gefallen. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Ganz, ganz liebe Grüße. Tschüss.